Hallo und herzlich willkommen, hier ist HafenTV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Beim eigenen Auto kann man schon mal problemlos den Ölstand überprüfen, die Bremsbeläge checken. Aber wie sieht's aus, wenn die Dimensionen ein wenig größer werden, zum Beispiel bei der Hafenbahn? Die Hamburger Hafenbahn, ein Unternehmensbereich der Hamburg Port Authority. Ein Verkehrsmittel, das sich seit vielen Jahrzehnten für den Transport unterschiedlichster Güter in Deutschlands größtem Hafen bewährt hat. 2014 wurden auf den Gleisen der Hafenbahn mehr als 42 Millionen Tonnen Güter befördert. Rein in den Hafen, runter vom Schiff, herauf auf den Verkehrsträger, raus aus dem Hafen. Und das möglichst schnell, denn je schneller ein Container weiterverladen wird, desto effizienter ist das für die gesamte Hafenwirtschaft. Viele von den Zügen fahren sternförmig von und nach Hamburg. Mhm. Und es macht Sinn, dass diese Wagen in Hamburg gewartet werden, möglichst dicht an der Produktion, damit sie schnell wieder in die Produktion eingestellt werden, damit sie schnell wieder auch mit dem rollenden Rad Geld verdienen. Die Lok, mit der wir mitfahren dürfen, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, Baujahr 1982. Trotzdem ist sie sehr gut in Schuss. Das hat sie der guten und regelmäßigen Wartung zu verdanken. So, und was jetzt ganz wichtig ist, wenn wir jetzt losfahren, darf ich keine Fragen mehr stellen, denn Sie müssen sich auf die Arbeit und das Fahren konzentrieren. Das ist richtig. Ich halte mich jetzt mal zurück. Fällt mir schwer, aber manchmal muss das eben so sein. Auf der Spreehafeninsel im östlichen Hamburger Hafen gibt es eine eigene Werkstatt. Mit 60 Metern in der Länge und 21 Metern in der Breite kann hier an bis zu 4 Güterwagen gleichzeitig gearbeitet werden. So, Lokomotive sozusagen erfolgreich in die Halle reingefahren. Ja, richtig. Wie geht jetzt Ihr Job weiter oder bis wohin geht der Job? Was machen Sie jetzt? Ja, also jetzt erstmal in der Halle wird natürlich der Wagen erstmal mit Hemmschuh abgesichert, dass er uns nicht wegrollt. Anschließend wird der Wagen dann abgekuppelt. Und wenn ich dann hier fertig bin, dann fahre ich anschließend mit der Lok raus. Ja. Und ich bin ja multifunktionell einsetzbar. Ich fahre ja nicht, was heißt das? Ich fahre ja nicht nur die Lok, sondern auch einen Zwei-Wege-Unimog. Und den Bagger auch. Aha. Und zur Not würde ich dann auch bei den Kolonnen mit in der Instandhaltung mitmachen. Okay, aber für heute, für die Wartungsarbeiten heute ist Ihr Job sozusagen getan? Ja, genau. Und für Sie geht es jetzt weiter? Für mich geht es dann weiter. Gut, genau. So sag ich schon mal Tschüss. Der Hafen geht immer weiter. Es geht ja immer weiter. Genau, Arbeit ohne Ende. Hier extra Handschuhe ausziehen. Genau. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, sehr gerne. Und für den Erfolg heute noch. Danke. Zu einem Rundumcheck einer Lokomotive gehört selbstverständlich auch ein Ölwechsel. Wann muss Öl gewechselt werden? Ich kenne es ja vom Auto beispielsweise, da habe ich vorne die Anzeige, so entweder habe ich eine gefahrene Kilometerzahl oder zeitlich. Ja, wir haben das, also mit Gefahren können wir das so nicht machen, weil er zu viel Standzeit hat. Mhm. Also wir arbeiten nach Stunden. Okay. Heißt, alle 200 Stunden wird Ölwechsel gemacht. Welche Dimension hat denn so ein Ölwechsel vielleicht zum Auto? Ist, ich sag mal so dreifach. Dreifach, okay. Genau. Ja. Drei, sogar vierfach, okay. Kann man so sagen. Ist ja alles etwas größer. Die Werkstatthalle ist übrigens erst im vergangenen Jahr fertiggestellt worden. Sie ersetzt einen kleineren Standort aus den 1920er Jahren. Als man gesagt hat, wir bauen hier alles neu, dann kam der Gedanke auf, dann können wir es auch gleich ein bisschen größer bauen, okay, damit wir dann auch noch hier Dienstleistungen anbieten können, die es in der Form einfach im Hamburger Hafen bisher nicht gab. Welche Dienstleistungen sind das denn ganz konkret? Was bieten Sie an? Also wir bieten hier in der Halle an Güterwagen von externen die sogenannte Bedarfsinstandsetzung. Das heißt, wenn ein Wagen kaputt ist, der muss repariert werden. Das können wir hier machen. Und das zweite ist die sogenannte Regelinstandsetzung. Das wäre dann, dass wir eben auch regelmäßige Untersuchungen oder Wartungen und Inspektionen an Wagen machen, die halt vorgeschrieben sind in bestimmten Intervallen. Und dem Kunden bieten wir dadurch natürlich einen Mehrwert, weil er es direkt vor Ort machen kann, okay, wo der Wagen auch sozusagen sowieso ist. Und er muss nicht jetzt aus dem Hafen raus in weiter entfernte Werkstätten fahren und spart sich die Überführungszeit und natürlich auch, okay, die Kosten, die über die Überführung dann entstehen. Und in der Vergangenheit war das so, wenn man hier mit den Waggons und Lokomotiven im Hafen vor Ort war, ja, und dann musste das in Stand gesetzt werden, dann, ja, fuhr man nach
Bremen, Maschen und wie auch immer. Ja. Und das ist jetzt anders, weil man kann, genau, im Hafen bleiben. Also man kann das natürlich immer noch tun. Da gibt es natürlich auch manche Wagenhalter, die ihre eigenen Werkstätten haben. Die werden sie auch weiterhin benutzen, ist auch völlig klar. Mhm. Aber wer Interesse hat, seine Wagen hier im Hamburger Hafen direkt vor Ort behandeln zu lassen, der kann das jetzt mittlerweile bei uns tun. Wir haben die letzten Jahre erreicht, dass jedes Jahr immer mehr Ladung von Lkw auf die Bahn verlagert wurde. Und das ist eigentlich so für uns ein Gradmesser unserer, ja, unserer Arbeit. Und damit sind wir sehr zufrieden, das kann man sagen. Wir schauen noch einmal in den laufenden Betrieb der Hafenbahn. Koordiniert wird der reibungslose Ablauf aus dem Tower des Güterbahnhofs Alte Süderelbe. Alle Fahrten werden von hier aus gesteuert. Die Gleise werden dem jeweiligen Verkehrsunternehmen zugeteilt. Dieser Monitor mit dem schwarzen Hintergrund, das ist unser Betriebsleitsystem. Hier können wir alle Zug- und Rangierfahrten überwachen. Also es werden alle Zugnummern dargestellt, alle Rangierfahrten. Wir sehen die Gleisbelegungen da drauf, die Gleisnummern, Weichen, alles, was zum Betrieb dazugehört. Aufgrund der rasant steigenden Umschlagszahlen im Hamburger Hafen wird das Schienensystem der Hafenbahn immer stärker beansprucht. Deshalb müssen auch hier regelmäßig Wartungsarbeiten stattfinden, so wie am Hafenbahnhof Hamburg Süd. Dort wurde in den vergangenen Jahren ein Teil des Schienenbereichs kontinuierlich grundinstand gesetzt. Über 50 Weichen und über 20 Kilometer Gleis sind ausgetauscht und erneuert worden. Mithilfe einer Gleisstopfmaschine bekommen die Gleise den nötigen Halt. Der unter den Schwellen liegende Schotter wird verdichtet, um Lagefehler des Gleises zu vermeiden. Die Maschine fährt kontinuierlich eine Geschwindigkeit. Das Aggregat wird innerhalb der Maschine immer verschoben. Sie kann zwei Schwellen gleichzeitig stopfen. Es hebt das Gleis eine bestimmte Höhe an und stopft damit seinen Stopfpickel, den Schotter, unter die Schwelle und verdichtet sie. Gleichzeitig hat es außen auch noch einen Vorkopfverdichter, wo der außen der Schotter verdichtet wird. Die HPA hat in den vergangenen Jahren stark in die Gleisinfrastruktur investiert, um deren Leistungsfähigkeit zu steigern. Zurück in die neue Werkstatthalle. Während die Lokomotive auf Herz und Nieren geprüft wird, werden nun auch die Waggons genauer unter die Lupe genommen. Gleich soll der Radsatz ausgebaut und auf mögliche Defekte hin inspiziert werden. Dafür muss aber zunächst einmal das enorme Gewicht von 24 Tonnen in die Höhe gestemmt werden. Wagenheber beim Auto kennt jeder, oder wenn man das in die Werkstatt auf die Rampe fährt. Ist im Prinzip das Gleiche hier. Wirklich? Ja, nur halt ein bisschen größere Größenordnung, wir können mehr heben. Ja. Jo. Können Sie mal ein Gefühl für die Größenordnung geben, für die Dimension? Größenordnung? Wie viel Gewicht wird hier gleich hochgehoben? Wir können heben, das steht ja hier schön dran, muss ich mal kurz selber gucken, ja. 8 Tonnen pro, aha, Hebebühne. Das heißt 32 Tonnen. Okay. 32 Tonnen können wir heben. Aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 32 Tonnen, das sagen Sie jetzt einfach so. Ja, ein so PKW, normaler PKW wiegt ungefähr 2 Tonnen. Ja. Also das ist schon ein großer PKW. Okay. Im Größenvergleich, ja. Gut, dann schaue ich mal zu, wie das funktioniert. Ja, kein Problem. Innerhalb kürzester Zeit sind Waggon und Radsatz voneinander getrennt. Können Sie kurz beschreiben, was man jetzt hier auf dem Display sieht? Was heißen die Zahlen? Ja, das ist unsere Millimeterangabe der Höhe. Es wird in Millimetern gemessen? In Millimetern, ja. Das ist erstaunlich, weil man würde denken, okay, großer Waggon, 24 Tonnen schwer und trotzdem geht es um Millimeterarbeit. Ja. Ja, es sind einige Maße dabei, die haben sehr, sehr enge Toleranzen. Millimeterbereich definitiv gehört dazu, zum Beispiel eine Achse. Das ist auch der Zuführungsgrund dieses Waggons. Die spurführenden Maße sind nicht mehr in der Toleranz. Okay. Und deswegen soll hier ein Radsatz getauscht werden. Okay. Wie viel Zeit nimmt eine solche Aktion, ein solcher Wartungsservice sozusagen in Anspruch? Je nachdem, wie gängig alles ist. Wir haben, im Normalfall ist eigentlich alles so weit gängig, dass wir 3-4 Stunden brauchen. Ja. Es kann sich aber auch länger hinziehen, wenn zum Beispiel ein Splint nicht gängig ist und wir ihn nicht rausbekommen. Das ist wie beim Auto auch, wenn eine Schraube abreißt oder kleine Komplikationen auftreten, dann kannst du das ein bisschen verlängern. Nun können Räder, Bremsklötze und Co. gewartet und gegebenenfalls repariert oder ausgetauscht werden.
Und so können die überholten Güterzüge auch schnellstmöglich wieder ihren Betrieb aufnehmen. Können Sie noch mal einen Satz dazu verlieren, welche Zielgruppen? Sprechen Sie jetzt ganz genau, Herr Doberer sagt jetzt hier, er macht jetzt hier Vertrieb und fährt rum und sagt, hat seinen Baukasten dabei und sagt, sein Bauchladen, so das bieten wir alles an. Wen sprechen Sie ihn an? Ist das national, europaweit, international, Übersee oder wie gehen Sie da vor? Die Kunden sind komplex, die Kundengruppe ist komplex. Alle, die am Bahnprozess beteiligten. Und bei der Bahn ist es nicht einfach so, dass irgendeinem der Wagen gehört, sondern es gibt Wagenhalter, es gibt andere Wagenverantwortliche, es gibt Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und je nachdem, wie die Konstellation ist, ist auch eine bestimmte Gruppe dann für die Unterhaltung oder für die Reparatur eines Wagens zuständig. Und mit den Kollegen unterhalten wir uns. Und diese Kollegen sitzen nicht nur in Deutschland, sie sitzen eben auch in Europa, weil unsere Verkehre eben auch nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Europa gehen. Auf Schienen durch den Hafen. Das ist für Transportunternehmen der schnellste und umweltfreundlichste Weg. Einer der Schwerpunkte der Hafenbahn ist es, sich langfristig den steigenden Anforderungen entsprechend zu entwickeln. Dazu gehören der Ausbau des Schienennetzes und moderne, effiziente Methoden zur Steuerung des Güterverkehrs. Gut ein Drittel aller Hinterlandverkehre laufen über die Hafenbahn. Ihr Netz umfasst rund 300 Kilometer Gleise und etwa 850 Weichen. Somit ist der Hamburger Hafen der größte Eisenbahnhafen Europas. Im Hamburger Hafen, liebe Zuschauer, sind übrigens täglich bis zu 200 Züge unterwegs. Umgerechnet sind das fast 5000 Waggons und das spart auf der Straße ca. 10.000 Lkw-Fahrten pro Tag ein. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal in Hamburg, sagt man. Tschüss!